There can be no victory. The darkness always returns. Legends tell that these words were spoken by Sigmar, the first emperor. Some believe he had a vision of what was to come. But Sigmar uttered truth, not prophecy. The darkness always returns. Always. When the Skaven conquered Ubersrike, the flame of defiance guttered. The Reichland should have been lost, but heroes arose, and the vermin tide was repelled. Desperate for revenge, the Ratmen struck a pact with the barbarians of the Chaos Wastes, the worshippers of the Dark Gods. Once again, the Reichland stands upon the brink. Once again, heroes are needed. And yet, in the very hour of victory, the saviors of Ubersrike were taken, seized by the treacherous foe. With every dawn, hope fades. After all, if the greatest can fall into darkness, what chance can there be for those who remain? Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Warhammer 2, nein, Warhammer Vermintide 2. Teil 1 hatte ich schon mal früher geschenkt bekommen, vor ein, zwei Jahren. Und hat auch ein bisschen Spaß gemacht und ja, ich habe das Spiel noch auf der Platte. Ich hatte mal einen Abend oder zwei Abenden mit Montro gespielt, privat. Und ich wollte jetzt hier raus ein Angezockt-Video machen und euch das Spiel mal vorstellen. Es ist locker schon ein Jahr alt, die Warhammer-Fans werden es vielleicht schon kennen, vielleicht der eine oder andere nicht. Bei mir ging es auch ein bisschen vorbei. Oh, warte mal, machen wir zurück. Heldenauswahl. Oder gehen wir mal ganz zurück. Zum Hauptmenü, ja. Ich wollte eigentlich das komplett nochmal von vorne machen. Weil wir das einfach mit einem Helden machen können und dann Ladezeiten. Spiel. Hm. Dann nehmen wir einfach einen neuen Held. Und also wir haben 5 Charaktere, wie Teil 1 auch. Bloß diese Charaktere kriegen später 3 unterschiedliche Stufen. Soweit bin ich noch gar nicht. Also man hat Markus den Söldner. Oder den Markus Gruber. Gruber kennt man irgendwoher aus Bruce Willis. Ich wollte schon 7 Days to Die sagen. Nein. Die Hard. Dann haben wir hier Bardin. Ein Zwerg. Ach, ein Fernkämpfer. Oh, ich hasse Zwergen als Fernkämpfer. Ich will gerade den Zwerg eigentlich nehmen. Das machen wir trotzdem. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob die Elfen oder Elben geheißen. Ich glaube Elfen. Assassine oder so, ja. Dann natürlich den Hexenjäger. Viktor. Salzbrand. Und die ist ganz geil. Sina, diese Kampfzauberin. Aber mit der hatte ich in Teil 1 immer gespielt. Einen heilen Spaß gehabt. Da ich diese kenne. Also das sind von mir aus die beliebtesten, denke ich mal. Das ist hier der ganz normale Tank. Die haben natürlich alle irgendwie Aufgaben. Ich versuch's mal hier mit einem Distanzkämpfer. Ich hätte gern so einen, ja, Berserker hier, wie auf diesem Bild mit diesen Irokese. Vielleicht, ja, das ist mein Zwerg. So sehe ich auch in echt aus, ne? Mein Bart ist ein bisschen kürzer, ich habe leider keinen Iro. Aber die Wampe kommt auch ungefähr hin und die Tätowierungen. Mit denen könnte ich auch schon leben, aber ein bisschen zu viel Gold. Aber na gut, wir nehmen den mal. Das ist hier unsere Basis. Ach, wir haben auch keine Armbrust, oder die kriegen wir noch? Genau. Wenn wir Spiele durchgespielt haben, dann kriegen wir Kisten. Die können wir öffnen. Ich öffne einfach mal eine. Und dann kriegen wir daraus Gegenstände. Und dann müssen wir gucken, ob das was Besseres ist oder nicht. Dann kann man das so ein bisschen
deine Sachen so ein bisschen verbessern. Guck mal, die Axt ist ja schon mal besser, die wir hier haben. Ist ja der Hammer. Und gleich eine richtige Axt. Talente. Ja, bis für Talente, da muss man ein paar Mal spielen. Wann kann die ganzen Gegenstände kaputt machen und einschmelzen, dann kriegt man halt Rohstoffe, kennt man halt. Ne? Es ist halt hier, ja. Aber hatten wir nicht hier 30, 40? So, was haben wir hier? 5, Kraft 34. Ja, wir können die Gegenstände sich zum Teil, diese Amulette und unseren anderen Charakter nutzen. Das ist natürlich praktisch. Dann haben wir uns jetzt schon ein bisschen verbessert. Hier, komm. Kriegst du ein Veteranenabzeichen. So. Mission-Auswahl. Eigenes Spiel, ja. Auf Twitch will ich nicht streamen, um Gottes Willen. Ah, weil wir den Charakter neu haben, können wir eh nicht weiterspielen. Helmgard ist, glaube ich, auch eh die erste Karte. Kannst du... Ich glaube, das war sowieso... Warte mal. Schwierigkeitsgrad? Nee, das war, glaube ich, das erste. Wenn nicht, ist ja egal. Ah, hier, komm mal. Das ist alles Helmgard. Helmgard habe ich noch gar nicht durch. Wir fangen mit der ersten Mission an. Also es gibt wohl drei Kapitel und einen Haufen Missionen, seht ihr. Aber ich finde, es gibt einen hohen Wiederspielwert mit 5 Charakteren, ist wie bei Diablo damals, ne? Teil 3 habe ich jetzt nicht so viel exzessiv gezockt, aber Teil 1 und 2. Dann fängt man nur gerade Teil 2. Dann macht man dasselbe mit Nekromanten, dann nochmal mit den Barbaren. Dann hat man noch Kumpels, dann haben die, keine Ahnung, einen Zwerg und hier den Tank. Dann machst du halt die Feuerprinzessin da nochmal oder die Feuerhexe. Ja. Dann, wenn wir die Mission ausgewählt haben. Ach, hier war auch noch was. Herausforderungen brauchen wir nicht. Ja. Wir haben unseren eigenen Butler. Mit dem habe ich mich noch gar nicht unterhalten, glaube ich. Dann hat hier so ein paar Sachen. Man kann hier auch noch außen rumlaufen. Bisschen alles angucken. Ganz nett eigentlich. So wie eine, so eine Betthöhle eigentlich. So. Wir kriegen gleich 3 KI-Freunde, bin ich der Meinung. Listen, Alicia's got a good shot at gaining some proper information about the Skittergate. She's going into Helmgard, and so are you. Difference is, she'll be sneaky, and you'll be loud. Provide a distraction by ringing the bells at the Temple of Sigmar. Let's allow the old woman to work in peace, eh? Ja, also er lädt ein bisschen länger, aber im Spiel bis zum Ende, sage ich mal, dürfte es eigentlich keine Ladezeiten geben. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ist man so schön im Flow drin, im Schnitzel-Flow. Wenn wir gleich die ganzen Gegner zerhackstückeln. Wir spielen eh Kammerjäger. Habt ihr ja schon mitgekriegt. Die Warhammer-Welt ist von Ratten verseucht. Das sind unsere Freunde. Hätte am liebsten die Hexe dabei. Der ist cool hier mit seinen Schlägel oder was das da ist. So. Hacke, Hacke, Peter. Scheiß Ratte. The main approach to the temple is cut. This will be no easy climb. Ja, ich find's ganz geil. Sieht doch nett aus. Kann man seinen Kollegen verletzen? Nein. Dann gibt's ja Bücher, die man noch unterwegs irgendwie finden kann. Wenn man davon irgendwie... Also, wenn man die Gegenstände findet, wertet das die Kisten auf, die man zum Schluss kriegt. Na, umso besser mehr Punkte du machst, umso besser wird deine Kiste. Headshots bringen auch ein bisschen Punkte. Aber da kann man später, glaube ich, nicht mehr so drauf achten. Warum gucke ich jetzt immer ein bisschen rum? Vielleicht finde ich mich so ein Büchlein. Aber... Ich übersehe die eh immer. No sense leaving that bomb behind. Oh. Yeah, I think it's this way. Oh, da braucht er schon 2. Gut. Ich gucke hier nochmal, aber ich glaube nicht, dass so schnell nur am Anfang des Levels schon sowas versteckt wurde. Hüpfen kann man auch ein bisschen.
Aber ich bin halt ein bisschen kleiner, ne? Bombe haben wir auch. Wir machen auch immer heiden Spaß. Nahkampf! Ui! Ach so, ja, man sieht ein bisschen Blut, ne? Also für die Leute, die kein Blut sehen können. Es gibt leider Blut. Ach, leider? Es ist Warhammer, verdammt. Ja. Warhammer hat immer viel Blut und viel Totenköpfe. Überall sind Totenköpfe. Auf den Röcken der Frauen Totenköpfe. Auf den Toten sind Totenköpfe. Überall Totenköpfe. Nein! Warum drehst du dich um? Ach ja, und der hat so eine tolle... Ich hab's jetzt nicht aufgepasst. Der eine Kollege hier, der hier. Der hat so eine tolle Pistole. Die hatte ich aufgerüstet, dass du sechs Läufe nebeneinander hast quasi. Und dann hast du so eine kleine Mini-Gatling-Gun als Pistolenform. Fand ich sehr schön. Das ist eine Bombe. Und das klingt nach Ratten. Wenn dieser Sound erklingt, kommen die Ratten. Oder andere Leute. Das ist vom Ratten. Ach, da war zu weit. Scheiße. Hacke, Hacke, Peter. Oh, der ist ein bisschen stärker. Also, wenn du einen größeren Charakter spielt, dann guckt man da nicht so lange hoch. Also, oh, oh, oh. Aber ich dachte, es kommen eigentlich, erreiche den Tempel. Ja, nee, dann gehen wir mal woanders lang. Erstmal holen wir uns den dann nochmal sneaky peeky. Zack. Munition muss man auch aufsammeln. Gibt's nicht unendlich. Oh, was haben wir hier? Ah, ein Pulverfass. Die sind auch ganz nett. Die nimmt man immer mit. Wenn man Feinde sieht, schmeißt man die dahin. Oh, warte mal ganz kurz. Halt mal. Geht das mit dem Armbrust? Alter, Panzerschwein. Ah, eine Truhe. Nur eine Bombe drin. Okay. Schade. Ich dachte, wenn ich eh schon mal von vorne anfangen kann, man hier nochmal kurz absuchen, reingucken, so ein bisschen. So, dann erreichen wir mal den Tempel. Ich weiß gar nicht, ob man seinen Kollegen Kommandos geben könnte. Ist hier am Brunnen was? Hier ist auch eine Munitionskiste. So sieht eine Munitionskiste aus. Da sind auch Munition. Hier unten kann man auch lang gehen. Okay. An der Leiter. Okay. Macht da keinen Schabernack, Jungs. Oh. Hallo. Schon gegrinst. Oh, so ein Pesttyp. Ist er schon tot? Da kommt die nächste Bande. Frag mich gerade nur von wo. Ah. Bombentime! Oh, der lebt noch. Der hat diesen Wirbel gemacht, glaube ich. Dieser dreckige, dicke... Nee, das bist du nicht. Das sind ja andere. Ah ja, man hat da so einen Power-Angriff, oder? Ah nee, es war blocken. So, wie komme ich da wieder hin? Jungs, kämpft nicht ohne mich. Ach, habt ihr es gut. Jetzt kommt sie von vorne. Ach ja, mit F hat man auch irgendeine Fähigkeit. Okay, damit können wir sie alle auf den Boden schmeißen. Auch nicht schlecht. Aber wo sind meine Ratten? Ich dachte, ich bin Kammerjäger.
Aber haben wir ja gesagt, die Ratten haben ja ein Abkommen mit den Chaos-Leuten aus der Wüste da. Also später kommen auf jeden Fall Ratten. Rechts war so ein Erste-Hilfe-Kit. Man kann entweder nur ein Erste-Hilfe-Kit mitnehmen oder halt so ein Erste-Hilfe-Fläschchen, was ich auf der 3 habe, in grün. Oh, der ist ein bisschen besser, glaube ich. Also, das Spiel ist geil. Auch wenn ich es gerade hier so alleine für mich spiele. Mit Freunden ist natürlich geiler. Kann mir jemand sagen, was er will. Das ist wieder so ein scheiß Zauber. Wo ist der Dicke? Munition. Kann sogar sein, ich weiß es nicht, dass wenn man zu zweit spielt, dass es schwerer wird. Weil ich hatte hier noch eine Erinnerung. Naja gut, ich dachte auch, das wären Skaven hier, aber ich dachte auch, es kommen hier mehr. Okay, jetzt kommt er. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ihr macht das schon. Oder auch nicht. Oh, der hat sein Schildchen verloren. Oi! Weg, 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 weg! Schnell mal einen Heiltrank. Oh, Ratten! Jetzt sind sie da! Ihr Klein! Da ist er! Alter! Scheiße! Ratten! Überall Ratten! Oh, die Mönche sind heftig. Ja. Alter, fanatisch heftig. Fanatisch gut. So, ich brauche wieder einen Drink. Ich glaube, deine Kollegen geben dir auch Drinks, wenn du welche brauchst. Habt ihr das bei dir gerade tanzen gesehen? Stirb da hinten. Oh, haben wir aufgemacht. Ja, kamen doch ein paar Leute. Ich hab doch gesagt, da kommen welche. Ihr wollt es mir ja nicht glauben. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Oh, scheiße. Uiuiuiui. Also wenn ihr mal zu Hause am Rechner seid und spielt, gewöhnt euch das Kaffee trinken am Rechner ab. Scheiße. Hm. Oder macht so wie ich, immer Zeber wird schon weg. Quasi dann nicht bei haben. Die Tastatur hält ja schon aus. So, einmal in den Fahrstuhl. Ja. Im Warhammer-Universum und im Mittelalter gab es Fahrstühle. Das gab es wirklich. Also zur Römerzeit auf jeden Fall. Im Kolosseum haben die ja sowas benutzt. Seilaufzüge zumindest. Historisch korrekt. Oh, nochmal Luki Luki machen. Eine Bombe vielleicht. Hier kann man ja links und rechts, ist glaube ich eine Ladde. Aus dem mache ich Rattenragout. Oh. Ich kann nicht hüpfen, ich kann nicht hüpfen, aber er. Danke, dass du mitgemacht hast. Oh. Ich dachte, da kommt noch einer, da kommt ein ganzer Haufen. Oh, wir müssen den Kollegen helfen. Lass meinen Kollegen in Ruhe, du Sackgesicht. Oh, den Dicken schnell weg. Bevor er irgendeinen solchen Zauber macht oder whatever. Na ja, macht das schon. Ich nehme mal hier den hier, der ist ein bisschen schwerer. Es kommen noch später Ratten mit, ja, genau das meine ich. Mit Schild, die kriegst du nicht so schnell durch.
Boah, es hört ja gar nicht auf. Wo ist denn hier was? Ich sehe ja nichts. Da. Warte mal, gab es nicht einen Powerschlag? Ja. Also rechte Maustaste ist blocken, ganz klar. Und linkere Powerschlag. Schade, soll ich mal machen. Aber linke Maustaste gedrückt halten immer. Das geht auch. So. Von hier. Kann ich rüber gucken, bin zu klein. Oh. Ja, die Skaven haben so einen Gatling-Gunner. Ratter. Oh! Er stranguliert mich nicht. Aber Glück gehabt. Ich wollte ihn eigentlich gerade schön den Bolzen in die Fresse schießen, aber. Hat nicht so geklappt. Hab ich doch gehört. Powerschlag! Oh, da macht man so einen halben Rundumschlag. Fällt mir. Jetzt reicht's hier aber langsam. Jetzt wird hier aufgeräumt. Ah, einen Heiltrank mal nehmen, das ist eine gute Idee. Irgendwie habe ich den Kopf abgeschossen und jemanden abgeschnitten, aber es sah gut aus. Also wie gesagt, ist ein bisschen brutal, aber nur ein bisschen. Für Warhammer-Verhältnisse genau richtig. Alles andere wäre... Das ist wieder so ein Strangulierer, oder? Nein, ich wollte dich doch töten, Mann! Sackratte, Entschuldigung. Das nehmen wir mal mit hier. Gelange zur Festungsmauer. Machen wir doch immer. Nee, für einen nutze ich das nicht. Oh. Mach den tot! Oh, eine Truhe. Danke. Ich will meinen fast nicht für einen opfern. Ich will ja nur für viele. Ich will das fast teilen. Ja, ich töte den mal. Genau dafür. Das ist hier ein großes Gebiet. Hier kommen aber bestimmt gleich viele, viele Leute. Viele, viele Ratten. Ich frage mich nur gerade, aus welcher Richtung. Oh, falsche Richtung. Von hinten kommt einfach nichts. Scheiße. Nee, von hinten kommt nichts. Einfach mal voll auf die falsche Seite geschmissen. Ja, gar nicht auf hier mit dem Pack. Geht nach Hause. Genau, den Strangler haben wir gekillt. Reicht's jetzt hier? Nee, reicht noch nicht. Hallo, ich würde gerne mal weitergehen. Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Mein Pulverfest hier mit, ja, sind Tränke. Nein, daneben!
Ah, ich glaube, der hat gerade so einen Schatz gehabt. Hätten wir den erwischt, hätten wir vielleicht was Tolles gekriegt, aber... Eine Bombe habe ich noch. Wo ist mein Fass? Komm her. Ich muss mein Fass noch liefern. Hallo. Ich bin's, der Heinrich. Tja, muss schon treffen, ne? Oh, da ist er wieder. Oh, doch, hat ein bisschen was da gelassen. Strangler! Töten! Los! Kämpfe mich da jetzt hoch. Schnitzeln! Schnitzeln! Rattenfleisch, jetzt zum halben Preis. Aua. Nimm zwei Ratten vor eines. Das ist doch cool, oder? Ah, es sind mir zu viele Ratten. Ich habe eine Rattenphobie entwickelt. Hier, nimm das. Ich bin geheilt. So, ich kann wieder Ratten töten. Zack. Oh, der war groß. Ja. Oh, guck mal, hier ist ein Kopf. Komm mal da hoch. Oh. Man kann daneben schlagen. Mir daneben geschlagen. Zwerg. Trink mal weniger. Komm ich da hoch? Ach, verdammt, ich hätte hier rüberklettern müssen. Nee. Jetzt lauf mir nicht hinterher. Mach doch mal was. Kann ich hier hochklettern? Assassin's Creed-mäßig? Na gut, der würde auch hier schon hochkommen. Aber ich bin halt ein Zwerg. Ah, doch, hier. Hallo? Verlier den Kopf doch nicht. So, wir müssen hier das Dingchen drehen, damit die Kanonen, denke ich mal, zum Tor zeigt. Klasse, den. Wo ist der? Nein, daneben! Daneben schon wieder! Jetzt haben wir einen Headshot. Okay, den richtigen erwischt. Und jetzt? Feuern? Ich hätte jetzt auf Tor geschossen, aber hey. Machen wir es doch so. Bin für alles offen. Oh. Oh, wir können auch richtig snipern. Vergessen. Hallo, ihr Hörnis. Bisschen hohl im Kopf, ne? Ich komme, glaube ich, später auch Gegner, da fliegen in die Helme vom Kopf. Ist auch ganz lustig. Ah, jetzt habe ich die Chance voll vom Zielen. Oh, jetzt gibt's das auf die Nuss. Oh. Der sieht ein bisschen größer aus. Ah, daneben! Ist ein Troll oder so. Mit Mundgeruch. Mundgeruch, Troll. Mach ich überhaupt Schaden? Los, schnitzel den weg, bevor er sich heilt.
Ah! Ich hab Mundgeruchallergie, du kleiner Sack. Ach komm, die Granate hat's eigentlich vollgebracht. Wenn man die nicht daneben schmeißt. Nimm das! Guck mich nicht an. Oh, Hammer. Oh, wir haben nur 3 Schuss. Da oben. Ich komme nicht hoch. Ich bin zu klein für die Welt. Ey. Das sind ja gar nicht meine. Haha, Chaos, man hat den Kopf verloren. Ich gehe da jetzt rein. Scheiße, ich dachte, ich krieg ihn von hinten. Da ist er. So ein kleiner fieser Assassine. Sniper mal ein bisschen weg. Oh, geht ganz gut, ne? Ah, keine Munition mehr. Er hat den Arm verloren. Müssen wir nun machen. Oh, man kann hüpfen und schlagen. Cool. Hat jemand Bolzen für mich? Oh, kann der leider nichts schießen. Hallo! Konnte man treten mit F? Oh ne, konnte man nicht. Das war ein anderes Spiel. Bulletstorm. Genau. Ich weiß, wir hatten hier damals irgendwo eins gefunden. Ah, Flamer oder so. Ah, scheiße. Nehmt das für Helmgard, für die Zwerge, wo immer die herkommen. Na los! Nur zu, stirbt doch endlich mal. Oh, wieder eine Bombe, danke. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt genug Schaden mache. Dann trinken wir einen Schluck. Trinken geht schneller und dann können wir die Heilsalbe nehmen hier. Da müssen wir uns ein bisschen mehr verbinden. Und damit ich nicht die Tasse nochmal umkippe, trinke ich mal kurz meinen Kaffee aus. Der wirkt richtig, weil er schon kalt ist. Eieiei. So, haben wir das auch? Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, wenn man das einmal gefunden hat, ob das dann. Ob man das wiederfinden muss? Ja, hier ist es. Ah, dann kann ich nicht mehr heilen. Das ist natürlich doof, aber machen wir. Dann sterbe ich halt 5-mal.
Na, also, wenn ihr hier seid, bei Helmgard, sobald es grün wird, einfach hier langlaufen. Also eigentlich ziemlich am Ende, da ist der Tunnel. Da läuft ja gerade draus zu und dann bist du ja schon quasi drin. Eigentlich easy peasy. Falls ihr es kaufen solltet oder eh schon habt. Up we go. Also ich denke mal, es ist so ein Spiel, da kann man am Steam-Sale oder so nichts falsch machen. Am besten aber mit Freunden spielen, finde ich. Oh, er braucht schon drei Pfeile. Oder nicht? Stirb, du Ratte. Oh, ach nee, Heiltrank kann ich nicht nehmen. Oh! Der ist ein bisschen größer. Ah, ihr macht das schon. Ja, Großangriff. Oh! Von hinten, du kleine Ratte. Das passt sogar. Das sind ja Ratten. Jetzt gibt es wieder Zombies, Untote, keine Ahnung. Irgendwas Chaosverseuchtes. Eieiei. Hacken wir uns da mal durch. So, Munition nehmen. Gatling Gun. Nee, Flamer. Ah, ich wollte doch erst um die Seite kommen. So, wenn man nämlich da dreimal oder zweimal auf das hintere Fässchen drückt oder trifft, dann macht es natürlich Badaboom. So, bevor wir jetzt weitergehen, trinke ich erstmal einen Schluck. Ja, komm mal weg da hier. Du machst Büchlein wieder mit. Drei Büchlein kann man wohl mitnehmen. Ich weiß aber nicht, wo die anderen sind oder so. Hat man damals, glaube ich, auch nicht gefunden. Ja, Totenköpfe. Überall Totenköpfe. Na gut, hier sind auch Kreuze. Mal ein bisschen Abwechslung. Oh, hier hängt ja jemand. Ist das der Pfarrer gewesen, oder? Ja, würde ich sagen. Sieht so aus. Ich sag, ist der Geistliche gewesen. Hier, bei Sigma. Das ist irgendein Held mit dem Hammer. Wir auch mal einen Hammer haben. Ich bin Zwerg. Wir müssen die Glocken läuten. Aber eigentlich in so einem Gotteshaus könnte ja noch irgendwie so ein Büchlein rumliegen, oder? Ja, machen wir gleich. Keine Hektik. Kann man die Türen kaputt machen? Nein. Schade. Frag mich, wo sollen denn die anderen Bücher versteckt sein? Wo bin ich schon an zwei vorbeigelaufen? Hm. Hm. Naja, hätte sein können. Wer weiß, wo die sind. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Oh, hast du vielleicht ein Buch? Oh ne, er sucht seinen Kopf. Leute, Leute. Eine Granate wäre ganz gut. Sogar Totenkopf am Knie. War das ein Orkschädel? Ne, das müsste ein Trollschädel sein, oder? So groß wie das Ding ist. Ne, könnte doch Orkschädel sein, weil Verhältnis zum Menschen. Was das? Cool gemacht. Von oben. Ui. Voll Herr der Ringe-Style. Yeah. Hinter mir ist ein Flamer? Ich mag dich einfach nicht. Nein, hat nach. Okay. Er hat nicht nach. Oh, komm, wir nehmen den Trank der Stärke. Power. Jetzt bin ich He-Man. Wo seid ihr denn?
Das war noch nicht alles. Für Helmgard. Für Gandalf. Ah, Ratten. Oh, Munition. Das sind aber gierige Munition heute. Wo sind die Feinde? Einfach draufhauen, egal, auf eure Freunde, auf den Feind, ihr trifft schon irgendwas. Oh, das war ein Magier, glaube ich. Den haben wir entmagierfiziert. So. Ah. Kniet nieder! Oh, das mit dem, dass wir alle mal kurz straucheln, das ist eine ganz tolle Sache. Als Zusatzfähigkeit. Nein! Hier wollte ich gerade einen vollen Latz geben. Nein, ihr Schweine! Freunde, hilft mir doch! Er killt mich! Ich wurde so gekillt. Ja, ich glaube, du kannst von deinen Freunden heile geklopft werden. Und dann ist man wieder da. Ich hack hier einfach alles nieder. Jetzt nur tacke ich auch gegen die Luft. Ist mir egal. Ah, da oben kommt ein Rattenflamer. Daneben. Das sah gut aus. Ah, die Armbrust finde ich doch gar nicht so scheiße. Ah, ich muss schon hauen. So, ich glaube, jetzt haben wir hier Ruhe im Karton. Entkomme über die Brücke der Schatten. Geronimo! Kommt ihr runter? Okay. Sieg! Auf ganzer Linie. Akt 1. Gerechtes Gefecht. So, da sehen wir die Punkte. Auf Rekrut. Na, hätten wir ein bisschen schwerer machen können. Levelaufstieg. Streitaxt freigeschaltet. Anerkennungstruhe. So, das ist das, was ich meine auf der linken Seite. Mission abgeschlossen, dann Büchlein gefunden. Beutewürfe habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich das eingesammelt habe. Und dann wird die Truhe halt aufgewertet und umso besser die Truhe ist, umso besser die Gegenstände. Oder umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein toller Gegenstand drin ist. So, Kopfschuss ist wichtig. Achte ich bei dem anderen Typen auch immer. 73 Kopfschüsse, Rest ist egal. Zugefügter Schaden. Boah. Zurück zur Feste. Und dann will ich mal ganz kurz. Was war das? Eldenauswahl. Halt mal, was bist du für ein Horst überhaupt? Hey, Horst. It's like I always say, give me 5 Euros and I'll change the world. But since I can't find 5 heroes, you lot will have to do, won't you? What's the word I'm looking for? Starts ist der Pläne-Schmiedertyp. Schmied ist Pläne, okay. So, dann öffnen wir mal die blaue Truhe. Streithammer. Zweihandhammer so. Oder Zweihandäxte. Tat des Muts. Eine Mission. Belohnung, eine neue Truhe. Versetzt alle umherwandelnden Feinde mit mächtigen Gegnern.
mächtigen. Oh, gut. Oh, Schild und Handaxt ist natürlich ist ja auch nicht verkehrt. Ist auch gleich besser als unsere Axt. Und das ist auch cool. Zwei, was sind das? Ein Drachenpistolen? Jetzt haben wir das Problem, das ist immer so in diesem Spiel, ne? Man kriegt neue Waffen. Das ist so dieses Diablo-Problem. Man kriegt neue Waffen, finde ich. Und schwuppdiwupp will man sofort die testen. Ah, noch nicht freigeschaltet. Warum? Eisenbrecher. Och, das ist schön. Ja, wie gesagt. Jugend! Ah, zack. Und ich habe es ja vorhin angedeutet, man kann hier außen rumlaufen. Die ganzen Sachen, die es ja im Kurz, ne, hier jetzt nicht, okay, ist Eingang. Die ganzen Sachen, die man hier unten findet, gibt es quasi als einzelne Räume. Ich glaube, alle Helden haben einen einzelnen Raum. Es gibt hier einen Trainingshof. Und ja, man kann ja auch mal hier so lang laufen. Das ist jetzt, glaube ich, hier für die Bogenschützen hier zum Trainieren. Na, kannst ja mal gucken, wie viel Schaden du machst. So. Ganz nette Sache. Also es ist eigentlich kein Muss, ne? Es ist aber nett, dass es da ist halt, ne? Ich finde das wirklich nett. Also es bringt dich im Spiel nicht weiter, aber es ist halt cool. Es ist halt deine Betthöhle. Du bist halt so eine Spezialeinheit. Hier ist deine eigene Schmiede. Und es gibt auch einem das Gefühl, dass man halt in so einer Gruppe ist, weil man ja halt, sag ich hier, seinen Turm hat, seine Betthöhle. Ich find's cool. Also generell finde ich das Spiel ganz geil. Ich hätte es mir aber, glaube ich, nicht zum Vollpreis gekauft. Muss ich ehrlich zugeben. Weil ich komme eher aus dem Warhammer 40k-Universum. Und nicht so aus dem Fantasy-Bereich. Obwohl durch die Warhammer-Strategiespiele hier von Total War habe ich da auch schon so ein bisschen Luft geschnuppert, sage ich mal. Und Trophäenraum. Ah. Da wandeln dann die ganzen Trophäen, die wir dann von den Leuten gekillt haben. Oh, gut. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz geil, das Spiel. Aber wie gesagt, mit zwei, drei Freunden ist das, denke ich mal, echt lustig. Kann man zusammen dann rumschnetzeln, viel Spaß haben, viele schöne Abende haben. Und Warhammer ist der Stoff für Helden, ne? Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch mehr sehen wollt von dem Spiel, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten beende ich jetzt erstmal das Angezockt-Video von Warhammer Vermintide 2. Und wenn ihr mehr Angezockt-Videos sehen wollt, könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Ein Like wäre natürlich geil und ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein und ciao!